Was macht ein Vollblutmusiker zu seinem Geburtstag? Er lädt gute Freunde zu sich auf die Bühne ein und feiert gemeinsam mit dem Publikum eine Geburtstagsfeier der besonderen Art. Hans Tesings Birthday Bash ist bereits seit seinem 60er legendär. Heuer hatten auch die Steirer das Vergnügen, Tesing zu seinem Geburtstag zu gratulieren und im Leobner Kongress seine Hits lautstark mitzusingen. Ja, also das ist irgendwie Erweiterung von meiner Geburtstagsfeier. Ich habe gestern Geburtstag gehabt, am 5. April, aber wir haben einen Tag hier in Leoben angehängt und da bin ich mit meinen musikalischen Freunden, drei Sänger aus Afrika und der Roland Guggenbichler aus dem Innviertel, und wir machen gemeinsam Musik. Und wie sie das machen: Tesing und seine Band nehmen das Publikum mit auf eine riesige Jam-Session, bei der Mitsingen und Mitswingen absolut erwünscht sind. Da wird einem schnell klar, warum Hans Tesing auch nach 40 Jahren on the road noch nicht müde ist. Ja, es ist einfach der Spaß an der Musik, und die Musik gibt einem sehr, sehr viel, und mit feinen Kollegen zu singen und zu spielen, das ist wirklich also eine wunderbare Sache, und die Musik hat wirklich auch eine heilende Wirkung, und heute einem Jungen hoffentlich. Nach seinem Birthday Bash in Leoben geht es für Tesing gleich auf große Tour durch Deutschland, die Niederlande und Österreich. Wir sind nach diesem chilligen Abend jedenfalls gespannt, zu welcher Party Tesing in 2 Jahren zu seinem 70er lädt.